Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren App-Review hier auf apps-news.de. Heute wieder einmal mit einem App-Test aus der Kategorie Lifestyle. Und zwar handelt es sich um die App der Zeitschrift Für Sie 100 Kochrezepte für den Winter. Und wir haben die App auch gleich hier mal geöffnet und hier sehen wir gleich das Hauptmenü der App. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet, fällt gleich auf mit den einzelnen Kategorien Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Süßspeisen und Plätzchen. Wenn man jetzt sich für ein Rezept interessiert oder erstmal für eine Kategorie, dann klickt man hier auf diese und dann präsentieren sich die einzelnen Rezepte. Hier ist nochmal die Kategorie Hauptspeise unterteilt in Fisch, Fleisch und Wild und Geflügel. Wir wollen jetzt beispielsweise einmal Kabeljau mit Senfsoße zubereiten. Und wir sehen dann auch hier gleich noch, dass sämtliche Gerichte mit einem Bild versehen sind. Da wissen wir gleich, wie es ausschaut. Mit einem Klick hierauf sehen wir dann auch gleich ein paar Infos zum Schwierigkeitsgrad und zur Zubereitungszeit. Da wissen wir gleich, ob das möglich ist für uns. Ein Klick hier oben rechts auf das Herz fügt das Rezept zu den Favoriten hinzu, die ich im Hauptmenü aufrufen kann. Mit einem Wisch nach rechts präsentiert sich dann die Zutatenliste für 4 Personen für dieses Gericht. Nun bietet die App ein tolles Feature der Einkaufsliste. Das heißt, hier oben mit einem Klick aktivieren wir das. Und wenn ich jetzt dann hier unten in die Kategorie Einkauf gehe, sehen wir hier sämtliche Zutaten des Menüs in meiner Einkaufsliste. Nun kann ich mich in den Supermarkt begeben und kann jetzt erstmal Pfeffer kaufen. Dann kaufe ich mir Schalotten, mache ich einen Strich, dann habe ich Butter gekauft und hier kann ich sozusagen dann richtig gut einkaufen gehen. Habe ich eine Liste abgearbeitet, Papierkorb und dann kann ich die Liste löschen. Gehen wir noch einmal zurück. Hier sind wir wieder im Zutatenfeld. Wir haben jetzt alle Zutaten gekauft und möchten dann jetzt anfangen zum Kochen. Und dann sehen wir hier die Zubereitungsanleitung eines jeden Rezeptes. Wirklich sehr, sehr schön gemacht, unterteilt in Schritte. Schritt 1, Filet waschen etc., Schritt 2 etc. etc. Und dann bietet sich hier noch eine weitere tolle und bisher einmalige Funktion in diesem Bereich. Und zwar ist das der Multi-Timer, der sich hier anwählen lässt. Das heißt, ich kann hier jetzt meine Uhr einstellen oder einen Timer einstellen, wie lange etwas zum Beispiel gekocht werden soll oder ja, wie lange etwas ziehen soll oder wie lange etwas gebacken werden soll. In dem Fall jetzt hier im Schritt Nummer 3 dieses Rezepts muss man Möhren und Kohlrabi schälen und in kochendem Salzwasser garen. Das dauert 4 Minuten. Das ist unterlegt, markiert, rot markiert. Somit kann man das sehen, dass die Funktion verfügbar ist. Dann klicke ich hier drauf. Dann zeigt mir hier an der Timer, garen lassen ist auf 4 Minuten gestellt und gestartet. Und jetzt klicken wir hier auf Timer und wir sehen, dass der Timer jetzt runterläuft. Und währenddessen kann ich also aktiv mit dem iPhone die Liste der Anleitung durchgehen und hier wirklich alles nach Liste zubereiten und kochen, sodass das auch gelingt. Wirklich sehr, sehr toll, die Funktion. Dann sehen wir hier noch, dass eine Suche integriert ist. Hier kann ich dann ein Rezept suchen oder Zubereitungen suchen oder Zutaten suchen. Wirklich sehr, sehr schön. Hier sehen wir dann auch noch mal weitere Rezepte, zum Beispiel ein gefüllter Fasan. Hier haben wir nochmal die Einkaufsliste und hier den Timer. Die App schlug sich im Test wirklich sehr, sehr gut. Lest dazu bitte nochmal den Artikel auf apps-news.de. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!